Merken. Gut. Hallo, wie geht's? So. Das ist parat. Getränk ist am Umfallen. Sonne blendet. Check. Boah. Also, das Optimale, wie ich gerade die Sonne abhalten kann, ist, dass nur noch so ein ganz kleiner, minimaler Spalt auf ist. Und natürlich da gerade genau auf meine Augen drauf geschossen wird. Oh. Oh, sollte aber gleich besser werden. Boah, ich kann den Frühling nicht abwarten. Meine Nebenhöhlen werden es mir nicht danken. Aber ich freue mich einfach darauf, wenn alles wieder grün hier vor dem Fenster ist, sodass die Sonne mich nicht einfach immer wieder abschießen kann nachmittags. So. So, ich mag gerne Licht in meinem Zimmer, ja, auch Sonnenlicht, aber ich mag es nicht direkt gerne der Auge ins, irgendwie mit meinem Auge direkt irgendwie reinzuballern. So. Ich habe auch meine Grenzen, was das anbelangt. Stand the sun, ja. Oh, heute habe ich zu verantworten. Ja, genau. Genau. Das ist, besteht natürlich auch weiterhin immer noch die Möglichkeit für alle Leute, dass die Kanalpunkte, jetzt habe ich endlich mal einen positiven Zweck, den man irgendwie machen, nutzen kann, richtig, außer Nachrichten hervorzuheben, die ich dann trotzdem ignoriere. Aber ich glaube, für, was habe ich, 50.000 war das? Könnt ihr ja nachgucken. Kann man ein Spiel für Game Boy Afternoon wählen? Und wir haben jetzt schon eine Warteschlange von 5 Titeln. Also von daher, aber trotzdem kann man ja schon mal einsetzen oder beziehungsweise dann bereithalten. Das heißt, heute das erste Spiel, ich glaube, ich gehe die auch einfach in der chronologischen Reihenfolge lang. So wie es eben eingeschickt wurde. Und das erste ist Pokémon Pinball, Ruby und Sapphire, beziehungsweise Rubin und Saphir. Da als die Pokémon-Namen noch relativ easy übersetzt werden konnten und nicht irgendwie Karmesin. Ich komme noch nicht drüber hinweg. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass das einfach Karmesin und Purpur heißt. Also ich kann mir von diesem Spiel nicht die deutsche Verpackung, wenn das rauskommt, kann ich mir nicht die deutsche Verpackung holen. Also das ist trotz Brexit und im Import-Scheiße muss ich mir die. Oder ich glaube, es ist noch schneller, wenn ich mir einfach die US-Version importiere. Oder einfach die japanische, solange da irgendwie deutsche Texte noch mit da drauf sind. Ich kann einfach keine Verpackung und kein Modul irgendwie im Regal stehen haben, auf dem das Wort Karmesin draufsteht. Das geht einfach nicht. Das will ich nicht zulassen. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Ich finde, das sollte ich auch nicht in Ordnung finden müssen. Und deswegen lieber, weil Pokémon Scarlet klingt auch geil. Ich glaube, ich kann den Sound schon mal ein bisschen, wenn der Sound von dem Demo-Gameplay genauso laut ist wie das andere. Ich bin echt gespannt. Ich hab das Gefühl, das wird ein richtig, das ist genau, vielleicht doch ein bisschen langsamer. Ich habe das Gefühl, das ist genau das richtige Spiel. Einfach so ein cooles, chilliges Wohlfühlding. Das war zwar schon die Generation, wo ich jetzt viele, viele Pokémon nicht mehr komplett auswendig kenne. zumal das auch die amerikanische Version ist. Das heißt, die in den englischen Namen bin ich null versiert. Außer Pokémon, die irgendwie Internet-Meme-Level erreicht haben. So, das sind die einzigen, wo ich dann die englischen Namen irgendwie auch kenne. Aber ja. Ich würde die Deutschen von der dritten Generation, die kenne ich auch schon alle nicht mehr. Das ist mir auch scheißegal. Aber ich bin gespannt, weil ich habe das Modul letztens erst, als ich zu Hause war und aufgeräumt habe, habe ich das alte Modul gefunden von Pokémon Pinball.
Wo leider, ich glaube, das eine, was mir fehlt, ist, dass diese Klappe von dem Battery Pack, weil das hat ja einen Rumble gehabt und Rumble war im Cartridge drin. Und um das, um da genügend Strom drauf zu haben, dass es überhaupt funktioniert, musste eine Batterie in das Modul eingelegt werden. Und dieser Plastikdeckel, um das wieder abzuschließen, ich glaube, der ist mir irgendwann abhanden gekommen. Aber ich meine, funktioniert ja trotzdem. Ist ja kein Ding. Aber ja, das besitze ich. Ich habe auch, glaube ich, damals alle. Ich glaube, das hatte ich auch 100% gemacht, meine ich. Ich meine, das hätte ich 100% gemacht, das originale Pokémon Pinball. Ich meine, das waren jetzt auch nicht so viele. Ich habe auch keine Ahnung, ob hier tatsächlich die kompletten 300 Schieß mich tot da irgendwie drin sind oder ob das nur so eine Mixtur ist. Ich habe das Spiel auch neulich schon mal angespielt, ich war sehr schlecht drin. Ich bin eigentlich nicht, also ich bin jetzt kein natürlich begabter Pinball-Spieler, aber ich bin zumindest in denen, die versuchen an so reale Physik dran zu kommen, bin ich relativ okay drin. So, also ich meine zumindest, dass ich so in Pinball FX und in dem, ach Gott, wie heißt nochmal diese... Mit diesem Pinball-Namen, also von der Pinball-Firma, die auch Geräte herstellt, da gab's einen 360-Spieler auch, das habe ich. Da war ich gar nicht so scheiße drin, will ich zumindest mal sagen. Ich meine, ich war nicht so gut, dass ich da diese ganzen Hardcore-Modi und alles irgendwie schaffen konnte, aber ich war zumindest, dass ich so halbwegs Ballkontrolle irgendwann haben konnte. Ich habe keine Ahnung, wie das hier drauf ist. Aber ich mag generell Pinball-Spiele mag ich, auch wenn sie umfunktioniert sind. Ich mag klassische Pinball-Spiele, ich mag klassische übertriebene Pinball-Spiele, wie eben die Pinball FX-Sachen, das sind ja, ne, sie versuchen Ballphysik und so das Aussehen von den Tischen, aber haben natürlich total absurde Animationen da drin und Modi und sonst was, die halt ein normaler Tisch gar nicht irgendwie behalten, irgendwie beinhalten kann. Aber ich mag eben auch die so übertriebene Sachen, so Demon Tilt, finde ich zum Beispiel, oder Demon's Tilt? Ich glaube Demon Tilt, ist so ein 16-Bit Flippertisch, was ein Flippertisch ist, der über so drei Ebenen hinweg geht. Das fand ich wirklich hervorragend, da habe ich auch auf dem Patreon-Review-Video, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr zu gemacht. Das fand ich großartig, aber auch solche, die das irgendwie umfunktionieren, ne? Die dann, wie eben Pokémon Pinball, die Gotta Catch 'em All-Mechanik irgendwie drin haben. Also etwas, das sogar Plattformelemente mit Metroidvania dann noch vereint, wie Yoku's Island, das fand ich hervorragend. Das Kirby Pinball auf dem Game Boy habe ich geliebt. Das war so, wir machen ein Pinball-Spiel mit Level-Progression. Was fucking, also könnten wir gerne nochmal machen, so ein Spiel. Deswegen, ja. Echter Flippertisch dagegen. Finde ich cool, aber wenn ich in der Arcade-Halle immer bin, dann werde ich halt davon angezogen, ja, ich könnte jetzt für einen Flipper Geld ausgeben. Oder ich könnte an einen dieser Lightgun, Rhythm Game, sonst was Automaten irgendwie dran gehen. Dann gehe ich halt immer daran irgendwie zuerst gezogen. Windows XP Pinball Hood Classic. Ja, das hab ich natürlich damals auch viel gespielt. Aber moin, erstmal alle, die da sind. Krepper, Impagatox, Dragon, Lord D, Mickey, Dennis, was geht? Ja, Yoku's Island Express habe ich ja eben genannt. Das fand ich auch hervorragend. Ich frag mich, ob es Pinball Speedruns gibt und wie die funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, also von halt Videospiel-Pinball vielleicht. Normales Pinball ist eben auf das Scoring ausgelegt und da ist natürlich auch bei Pinball ist es auch, wenn du einen bestimmten Level erreicht hast, dann ist es nur noch Endurance irgendwann. Dann ist es wirklich noch, wie lange kannst du das durchhalten, wie eben auch bei vielen Arcade-Spielen, wo, wenn du sie einfach auf einem gewissen Level gemeistert hast und sie nicht endlich sind, ne, also wie zum Beispiel einen Pac-Man, wo es ja auch einen festen maximalen Score gibt, was aber auch daran liegt, dass das Spiel ziemlich broken ist ab einem gewissen Level, weil du es einfach denselben Trick immer weiter durchführen kannst und es gibt sogar einen Safe Space, auf dem dich kein Geist jemals kriegen wird. Oder halt so ein Donkey Kong, wo es auch eine festgelegte Levelanzahl gibt
aber bisher halt noch kein perfekter Score gefunden wurde, beziehungsweise, glaube ich, immer noch Möglichkeiten gefunden werden, da was rauszuholen. Aber bei Sachen, die eben unendlich laufen und halt nicht einen unfairen Schwierigkeitsgrad irgendwann erreichen, die keiner mehr haben kann, ist es eben irgendwann Endurance. Und das ist ja bei Pinball automatisch so. Du kannst ja einen Pinballtisch mit der Zeit nicht schwerer machen. Also der Schwierigkeitsgrad von dem Pinballtisch, der bleibt behalten. Das heißt, wenn du es einmal gelernt hast, den Ball perfekt zu manövrieren und dass du es eben behalten kannst und Kontrolle darüber hast, dann ist es wirklich nur, wie lange hältst du das aus, bevor du irgendwie anfängst, Fehler zu machen. Heißt es nicht sogar Sonic Spinball? Ich weiß es nicht mehr. Das war auch ganz... Das ist jetzt nicht so mein Liebster von diesem Platt. Da finde ich zum Beispiel Metroid Prime Pinball wesentlich besser. Aber trotzdem ganz cool. Ich hatte als Kind so ein Alligator-Pinball-Spiel auf dem Game Boy. Das mochte ich gerne. Das sagt mir leider gerade gar nichts. Apropos Sonic, gab es auch einen schrecklichen Sonic 1-Port für den GBA. Für den GBA? Ich weiß gar nicht. Gab es einen Sonic-GBA-Port? Warte mal. Es gibt halt die Sonic Advance-Spiele. Obwohl... Nee, doch, hier. Sonic the Hedgehog, Genesis... Ah, okay. Nee, ich kenne nur den, für, oh Gott, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich die richtige Taste gehe, mit der ich zurückgehe. Ja, genau, hier. Das ist echt die falsche Raum geladen. Hast du das Dobskeletons Fighting Video dazu etwa nicht gesehen? Ich habe das Sonic-Video gesehen. Was mir halt einfällt, ist der Game Gear-Port, die Version davon. Daran musste ich halt denken. Deswegen, ich wusste nicht, ob ich... Gab es jetzt einen GBA-Port oder war das nur das, was ich damit verwechsel? Pinball Revenge of the Gator. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich das in meinem ROM-Set sogar auch drauf. Das wäre ganz lustig. Aber ja, genau. Das ist komplett neues Spiel. Hier ist noch... absolut gar nichts drauf, aber dann kann ich ja mal kurz gucken, kann ich hier so durchgehen. Es sind insgesamt 200. 200. Press Start Trans. also wurden doch schon ein paar weggelassen. Außer es gibt jetzt noch irgendwie geheime Pokémon, die irgendwie noch hinzugenommen wurden. Oh, Lord, die Ehre. Lord, die absolute Ehre, Kanalpunkte eingesetzt für den Sonic GBA, für den Sonic 1 GBA-Port. Oh boy. Ich glaube, da kann ich. Ich weiß nicht, ob ich den kompletten Tag dann spiele. Dann gucken wir uns den mal an. Je nachdem, wie weit ich dann komme oder vielleicht sogar durchkomme oder so. Und dann. Ansonsten würde ich danach einfach mal kurz an Sonic Advance noch mit ausprobieren. Ja, Spoiler, der ist furchtbar, danke. Als ich mich geoutet habe, habe ich auch Starttrans gedrückt. Vermutlich der Höhendex von Rubin und Saphir. Hatten die nicht alle? Ich dachte damals zu der Zeit wären es noch einfach so gewesen, wir nehmen halt alle Pokémon bis zum jetzigen Zeitpunkt. Da wurden noch keine rausgelassen. I don't know. Ich habe nur... ist eigentlich der Final Fantasy II Stream direkt an Force Sonic? Ich glaube ja. Zwei spaßige Streams dann direkt hintereinander. So. Aber gut, lass mal kurz nachgucken. Lass mal kurz ausprobieren. So, wie läuft das denn jetzt? Oh, ich habe sogar zwei Tische. Okay. Ruby Sapphire. Oh, ich mag diesen Blend-Effekt da drauf. Normal, Slow. Und hier nehmen wir auch wahrscheinlich Normal, Slow. Ne, komm, machen wir Normal. Was ist denn da los? Normal Speed. So, ich nehme an, ich habe die beiden Schultertasten dafür? Oder ist das... Ah, ne. Hä? Ah, okay, es ist... Ah, alles klar, das Digi,
Das Digi-Kreuz ist dafür da. Okay, ich kann den Ball nicht mehr anhalten. Das ist eine... Das ist definitiv keine echte Physik. Das kann ich direkt schon mal anmerken. Das ist definitiv keine echte Ballphysik. Mal gucken, ob ich dafür irgendwie zumindest ein Gefühl entwickeln kann. In den Ruhepunkt bringen. Oh, fuck yeah. Okay, das ist... Tig. Die bringen einfach nur Punkte. Ich meine, das Ziel ist es ja, die Viecher auch zu fangen. Okay, da dreimal durch, macht den Pokéball eine Stufe hoch. Ich meine, da hätte ich auch nichts für gekonnt, ne? Also wenn ich da irgendwie... Was macht das? Das macht... Ach, das lädt den Pikachu-Bumper, den Safe auf. Ist ja eigentlich nicht verkehrt, das irgendwie komplett hochzutreiben dann. Okay. Ah! Okay, was machst du? Okay, hier. Okay, ich muss wahrscheinlich mal bei Catch irgendwie reinkommen. Dafür muss ich dann früher drücken. Yeah, baby! Okay. Catch-a-mode. Ash, catch-a-mode. The fuck do I have to do? Bumper? Okay. Ah! Okay. Alles klar. Oh, Pikachu, rette mich. Save my ass. Oh. Yeah! Oh, voll dran vorbei. Ich muss, glaube ich, eine gewisse Anzahl dann treffen, ne? Oh, die Animation ist hervorragend. Die Animation ist mega. Gaskun. Ah, mein Lieblings-Dark Souls-Boss. Ich meine Bloodborne-Boss. Okay, ich versuche mal gerade... Ah, hervorragend, Björn. Falsch kalkuliert. Oh, aber Ball safe, danke. Oh, wenn du einen Hodenverdreher hast, aber dein Urologe dich noch rettet. Ball safe. Wow, fast wieder denselben Fehler gemacht. Nein, was ist denn der Mart? Ich kann gerade nicht auf den Chat achten, während das Spiel läuft, leider. Das ist so. obwohl, gerade mal kurz. Du musst das Pokémon treffen, die Buchstaben unter dem Pokémon füllen sich auch. Okay, hatte gehofft, dass es das. Du kannst übrigens an der Pinne-Maschine rütteln, ne? Ja, genau, ich kann tilten. Ich weiß nur nicht, ist das dann auch so, dass du wie bei anderen Spielen irgendwann einen Error kriegst, wenn du zu viel tiltest? Das ist so die. Ah! Ich hab mich gerade mit der anderen Hand am Hals gekratzt. Congratulations, you played yourself. Rubin und Saphir hatten nicht alle Pokémon fangbar, aber man konnte sie über Tauschen kriegen. Das ist eine längere Geschichte, dazu hatte ich mal ein Video gemacht. Ah, okay. Oh. Das war hervorragend. Einfach mal das Tilt-Feature ausprobiert. Das ist auch etwas, mit dem ich halt nicht so gut arbeiten kann. Hervorragend, Björn. Hervorragend. Großartiger Move. Hätte ich tilten sollen, ja. Finde ich. Da muss ich einfach nur ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube. Okay, jetzt wollte ich eigentlich. Aber ich glaube, wenn der so straight runtergeht, dann weiß ich gerade gar. Dann wüsste ich gar nicht, hätte. Naja. Einfach mit der Zeit ein bisschen. Das ist halt sehr viel Muscle Memory Gefühl, was du eben aufbauen musst. Wie gesagt, es funktioniert so vom Konzept her wie ein Flippertisch. Aber die Physik davon ist natürlich schon eine ganz eigene.
Nee, die Frage ist eigentlich nur, durch was wird es eigentlich bestimmt, welches Pokémon man fangen kann? Ist das komplett random? Also ich weiß jetzt, glaube ich, gerade, wir sind jetzt irgendwie im Waldgebiet jetzt, ne? Hier. Das heißt, warte mal, das ist der Mart Ballsaver Ultra Upgrade 30 Second Time Bomb Bonus. No idea what this is. Bonus Challenge. Extra Ball. Okay, ich kaufe mal einfach so einen Ball Saver für 30. Der ist jetzt nur für 30 Sekunden aktiv? Oder? Boah, voll das Pikachu getötet. Einfach voll umgeboxt. So, genau. Das müsste das Pikachu wahrscheinlich aufladen. Ne, genau, jetzt habe ich unten rechts das Elektro-Ding ist voll. No idea, was Vollriegel macht. Oh, nice. Ich glaube, die Bumper bringen auch so. Okay, jetzt habe ich den da dreimal reingebumst. Jetzt ist Hatch. Irgendwie für ein Ei oder so. Nochmal Pokémon. Okay, Pokémon Markt musst du auch vorher mal aufmachen. Bevor du reinkommst. Okay. Die sind jetzt auch geupgradet. Andere Viecher. Okay. Ich versuche gerade noch so von der Logik her irgendwie dahinter zu kommen, so was. was genau abgeht. So, ich glaube, das Handbuch vom Spiel erklärt dir alles. Nehme ich mal an. Oh, hervorragend. Oh, love that for me. Aber wenigstens hatte ich noch einen Ball Save. Wenigstens hatte ich noch Ball Shave. Nein. Oh. Ah, wir haben geschlossen. Oh. Komm schon. Weißt du, ich krieg da gerade echt einfach keinen rein gerade, ne? Also es soll mir irgendwie nicht gegönnt sein. Ach, komm schon. Oh, 42 Sekunden noch. Du dreckiger. Nein! Ja, nein! Oh, yeah! Okay, drei weitere. Ist er? Ja, okay, alles klar. Da ist you, okay. Zwei. Ah, das sind die Buchstaben unten drunter. Yeah, baby! Ah, 20 seconds to spare, das geht auch noch. Ah. Und genau deswegen habe ich Yoko's Island Express aufgegeben. Wir brauchen das Future Press Buch dazu. Gibt es. Ich weiß, es gibt zu ein paar Pokémon-Spielen, gibt es welche. Oh, ich muss ins Hole rein. Oh, Leute, warum sieht das. Warum sieht das so Anus-mäßig aus? Was ist denn da los? So. Okay, Bonus-Hole. Small? Was? 500? Was heißt das? Habe ich einfach nur einen kleinen Punktebonus bekommen? Also ich hätte einfach richtig geilen Scheiß kriegen können und das Spiel war so 500 Punkte Bonus. That's all you get. Ich kann auch nicht. Okay, ich kann auch nicht fangen. So schnell geht das noch nicht. Jetzt habe ich davon drei Travel. Ah, okay. Und jetzt so wähle ich den Weg, in welche Richtung ich gehe. Und jetzt habe ich wieder das Anusloch auf.
Travel. Ah, okay, jetzt kann... Ja, okay, so kommst du in die... So kommst du in die anderen Gebiete, okay. Alles klar. Also ich nehme mal an, du startest immer in dem, dem Waldgebiet, nehme ich mal an. Dass du halt dann, dass du auch dann zumindest eine gewisse Zeit durchhalten musst, um in die späteren Gebiete zu kommen, die dann was wertvoller sind. So, die Frage ist halt, geht das dann random durch? Oder ich meine, ich könnte wahrscheinlich, das ist immer dieselbe Reihenfolge. What the fuck? Hallo? I guess. Let's play some b-ball outside of school. With a couple of guys. Who were up to no good. Okay. No, my balls! Ow, my balls! Okay, ich muss ein bisschen... Was es halt so ein bisschen ungewohnt macht, gerade als Flipperspiel, ist, dass du du hast eine Verzögerung. Beim... Der Flipper... Ja, scheiße. Die Dinger sind nicht instant. So, du hast so eine ganz leichte Verzögerung mit dabei. Was so das Timing etwas schwerer macht. Ich meine, nach einer Zeit gewöhnst du dich halt dran, dass es so optisch anders und gefühlsmäßig eben besser kannst, aber ja, da merke ich schon, dass es nicht instant ist. Oh. Ich habe übrigens keine Ahnung, was ich hier gerade kriege oder mache oder was das bringt, aber... Du Penis! Boah, so ein dreckiger Hoden hier einfach. Ja, siehst du, du bist einfach mitgeschubst. Da zack, du auch durch. Oh, komm schon. Ja, nice. Okay. 20 Millionen, ist das gut? 25 Millionen? Ich hoffe, das ist gut. Bei Rom ist es wie SpongeBob, die merken die Kloppe eh nicht. Okay, also ich kann zumindest auf jeden Fall gerade nichts mehr fangen. Okay, der Pikachu-Safe ist weg. Aber mein Hole ist wieder da. Keine Ahnung, warum mein Hole direkt wieder so da war. Small 100, na, toll. Weißt du, kannst du irgendwie so, oh, Multiball oder irgendwas anderes Tolles haben und ich so... Boah, wie wär's, wenn du einfach einen kleinen Punktebonus bekommst? Das ist... Oh, Pikachu, du nutzloser Dreckshoden! Mach doch was! Oh. Game over. Na, immerhin schon fast Platz 1. Das ist ja... Ich würde mal sagen, gar nicht mal so schlecht für den ersten Versuch, hoffe ich jetzt einfach mal. Außer dieser erste Platz ist, also dritter Platz jetzt, außer dieser erste Platz ist halt super condescending. Weißt du, wenigstens mal 4 Buchstaben, anstatt immer nur 3. Da kann ich mit Obst auch besser arbeiten. Small will niemand hören, wenn er ins Loch geht. Also ich verstehe gar nichts, ja, ist ein bisschen. Nur 500 Punkte und hast schon 460k, ja. Ja, ich meine, das Minispiel hat mir einfach gerade das meiste gebracht. Das Minispiel hat mir einfach 25 Millionen Punkte gebracht. Oh. Ja, aber... Ich mach erstmal den Tisch hier ein bisschen weiter.
So können eigentlich auch dann, ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wie es beim Originalen war, ob das so eben ein bisschen durchrotiert, welche Pokémon eben auch tauchen. Ich weiß auch nicht mehr, ob du für bestimmte Pokémon unbedingt einen Superball oder so irgendwie haben musstest. Oder einen Hyperball. Also da weiß ich halt auch nicht mehr, wie das Ganze funktionierte. Ja, es ist eben die Ära, die gleichzeitig davon profitiert, dass sie eben alles so tutorialmäßig auf Handbücher eigentlich ausgelegt haben. Dass du im eigentlichen Spiel direkt nur so, okay, here we fucking go. Mach einfach, probier aus. Und ich finde das bei so einem Flipperspiel eigentlich auch vollkommen okay, weil das Flippern an sich macht ja Spaß. So, und der Rest ist dann einfach so, okay, gucken. Ne, weil wie bei einem echten Flipper ja auch. Du bist ja okay, ne, du hast so gewisse Annahmen, basierend auch darauf, wie du eben andere Flippertische kennst. Und wie es so allgemeine Funktionen irgendwie geht. Aber es ist eine Faszination beim Flipper, finde ich eben auch immer, rauszukriegen, was sind denn die ganzen Funktionen. Ne, was kann denn alles gemacht werden? Das, was ich hier nur sehr schwer finde, ist den Ball tatsächlich zu halten, basierend auf der Physik. Und ich weiß auch nicht, ob du... Nee, es scheint jetzt nicht so möglich zu sein, den eben so relativ springen zu lassen. Was ich mal gucken müsste, ist, wenn ich mit einer kürzeren Geschwindigkeit oben lang gehe, wie es wäre, den zu tilten. Okay. Danke sehr. Gratulation, danke sehr. Hervorragend. Wo sehe ich eigentlich, ob der Ball... Achso, der Saver, wenn der aktiv ist dann wahrscheinlich, ne? Wenn das in... Wow! Das sind halt immer so die Momente, die sich beim Flipper eben wie Bullshit anfühlen. Dass du so drauf gehst und so der Ball direkt einfach weggeht, ohne dass du was machen konntest. Jetzt darf ich nicht mal mehr. Jetzt darf ich nicht mal mehr catchen. Ich merke aber auch, dass der sehr finicky ist. Je nachdem, wo er abprallt. Nice. Okay. Jetzt müsste ich es nur nochmal schaffen, da reinzugehen. Nicht wie eben. Als ich dann eben erst eine weitere Fangaktion aktiviert hatte. Ja, hervorragend. Liebe das. Ja, ich meine, Micky, es kommt halt, glaube ich, drauf an, wie man zu Pinball steht. Es ist halt wirklich so, am Anfang hast du das Gefühl, so... Wie gesagt, das ist... so teilweise. So, es fühlt sich halt an, wie einfach du hast keine Möglichkeit. Aber es kommt eben auch immer drauf an, ne? irgendwann hast du eher das Gefühl, okay, wenn du weißt, der Ball steht hier ruhig oder kommt in einer gewissen Geschwindigkeit runter und dann kannst du ihn so und so treffen, dass du ihn gezielter irgendwo hinschicken kannst. Das Problem ist halt nur, wenn er gefühlt so Arschloch-Move-mäßig zurückkommt und einfach ohne, dass du gefühlt was machen kannst, halt rausfällst. Aber da muss ich einfach, glaube ich, wahrscheinlich nur besser lernen, mit dem Tilten zu arbeiten. Das kann ich jetzt nicht sagen. Okay, jetzt habe ich das komische Zubat. Komm zurück in deine... Geh zurück in die Dunkelhöhle. Nein, dreckiges Bastard-Zubat! Alter! Komm her! Oh, fuck yeah! 1 von 5 Millionen Zubats gefangen. Irgendwie fehlt da was, da war Kirby Pinball interessant. Ich meine, Kirby Pinball war ja... Ist ja... Zubat was caught masturbating. Das Kirby-Ding ist ja auf... Ist ja so Level-Progression ausgelegt, ne? Das ist ja fast schon so eine Art
Das ist ja mehr, mehr hier Breakout. Als ein Pinball-Ding tatsächlich. Okay, also hier werden die ganze Zeit Eier nachgeliefert. Ah, oh, Game Over. Ja, der lief schon... Das lief schon wesentlich schlechter. Ich probiere mal einen anderen Tisch aus. Ich will mal wissen, was Slow ist, Ball Speed, wie das sich auswirkt. Tatsächlich. Warum ist das einfach das ganze Spiel jetzt langsamer auch? Okay. Ich weiß halt auch nicht, ob Ball Speed tatsächlich das Problem ist, wenn es die gleiche Physik eben hat, ne? Ja. Der scheint dann immer noch so, dass du den so nicht auffangen kannst. Das ist, glaube ich, wirklich mehr für die Reaction Times gedacht. Die aber, glaube ich, weniger das, ne? So, das ist bei Reaction Times, glaube ich, weniger das Problem. Aber du kannst, glaube ich, so vielleicht ein bisschen besser üben, wie das mit dem Tilten funktioniert. Obwohl das Tilten vielleicht auch bei einem langsameren Ball anders funktioniert. Weil du theoretisch mehr Zeit hast, öfter zu tilten. Oh. Mit meinen Oma-Reactions finde ich Slow angenehmer. Deswegen, ich will einfach mal ein bisschen, ich teste einfach mal in beiden, ne? Dafür ist der Stream ja da. Einfach mal ein bisschen. Das Walfi fand ich immer ganz cool. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das heißt. Wie gesagt, irgendwelche dritte Generation Pokémon-Namen. I don't fucking know. Aber das Walfi fand ich immer ganz cool. Das war doch dritte Generation, oder? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, wenn es ein Wasser-Pokémon ist, was ich nicht Generation 1 oder 2 zuordnen kann, dass es aus Generation 3 kommt, ist, glaube ich, relativ hoch. Geil. Wenn es jemals einen dritten Pokémon-Vernichtungscast geben sollte, würde ich den auf jeden Fall verschonen. Das Vieh wird... Oh. Das ist das, was du niemals machen darfst. Du darfst niemals hintereinander schnell beide Flipper-Seiten benutzen. Niemals. Das ist so... Du musst ganz gezielt arbeiten. Den Moment, in dem du anfängst, wild den die Flipper, glaube ich, nennt man die Dinger dann auch so? Die Prongs da an der Seite. Sobald du anfängst, die einfach random zu benutzen, so aus Angst einfach so, wenn der Ball runterkommt, hast du verloren. So wie ich gerade. Ich weiß nicht, warum es für mich so schwierig ist, in diese Bumper-Sektion gezielt reinzukommen. Weil jedes Mal, wenn ich das nicht machen will, dann komme ich natürlich sofort dahin. Din. Alter, warum? Ich finde diese Gravitation von dem Ding irgendwie sehr weird. Das muss fast schon von oben reinfallen, damit du halt weniger eine geringere Geschwindigkeit hast. Na, wieder Small? Oh, Bonus-Multiplier. Nice. Was? Wie heißt das? Weilmer? Alter, ich darf mir nicht einfach mal kurz die irgendwas am Körper jucken oder kratzen oder anfassen oder rücken oder trinken oder sonst was machen. Ich habe es auch am Anfang einmal direkt geschafft, den Pokéball... Ah, nice. Den Pokéball zu upgraden. Und dann nie wieder. Den Move bräuchte ich, bitte. Ich versuche zumindest gerade irgendwie so ein paar... Nee. Keine Ahnung, was der immer noch macht. No idea, was der Button macht, aber ich treffe diesen Button sehr gezielt.
Nein, 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 nein. Nein, du kommst wieder raus. Du kommst da wieder raus, du Scheißball. Nein, nein. Schön zurück mit dir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, komm raus. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh. Oh, ganz im Ernst, ich dachte, ich hätte es fast geschafft. Ich dachte, ich hätte es fast fucking geschafft, ey. Okay, erstmal Tür auf. Mich mit meinen 18 Poke-Dollar auch einfach richtig fett einkaufen kann. Lifesaver. Ballsaver. Oh. Ich weiß auch gar nicht, wie soll ich eigentlich überhaupt an diesen Pfeil oben dran kommen? Weil wenn ich von links lang gehe... Love it. Vor allem einfach, so wie der Flippertisch aufgebaut ist, denkt man sich eigentlich, die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball genau links und rechts in diese kleinen Schluchten reingeht, sollte doch relativ gering sein. Und der Pokéball ist einfach so, boah, das ist mein neues Zuhause. Ich will nirgendwo so lieb hin wie in diese Seitentaschen. Jetzt werden wieder Punkte geholt. Aber es scheint möglich zu sein, sich so zu retten. Die Frage ist halt, wie konstant du das machen kannst. Aber es scheint zumindest kein Penalty zu geben. Für das Tilten. Also das scheint relativ free-for-all zu sein, wie du damit umgehen kannst. Ah, du blöder Pissball. Ja, komm, jetzt treffe ich die beiden wieder. Nein! Komm. Ah! Naja, ficken. Ja, immer kriege ich ihn, glaube ich, zurück, ne? Ja. Nice. Aber es bringt auch mehr Punkte, die kleinen Bastarde da drauf zu bringen. Aber ich weiß nicht, weil bei normalen Flippertischen finde ich, ist es ganz angenehm zu schaffen, den Ball tatsächlich von einer auf die andere Seite zu bringen. Ich habe gerade kein Gefühl dafür, wie das überhaupt mit der Ballphysik hiervon gehen soll. Hast einfach den kompletten Counter on Zeit, egal wie oft du das Ding versemmelst. Oh, geil. Yeah! Ja, wenigstens noch das eine Mal. Ja, aber die habe ich kein einziges Mal da. Die habe ich kein einziges Mal versenkt. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht ein paar Millionen oder so als Bonus, aber... Vor allem, das dauert jetzt einfach noch viel zu lange. Oh! Bullshit! Das ist wie bei der NBA, solange der Ball noch in der Luft ist, dann zählt das auch noch. So. Du musst das Pokémon so lange stupsen, bis es einen Jotaro-Bitch bildet. Dann soll es zum Fall kommen. Ah, okay, von der Seite. Gut, dass ich natürlich jetzt gerade in dem Moment den Chat lese. Okay, ich fand das jetzt ehrlich gesagt mit Slow nicht wirklich angenehmer zu spielen. Oder irgendwie besser. Ich probiere einen anderen Tisch aus. Okay. What the fuck? Also scheint mir so ungefähr die gleichen Mechaniken zu haben, nur anders angeordnet. Vor allem, dass du halt mehr Raum hast, bevor du in die festen Zonen reingehst. Fuck, ey. Ich weiß aber echt nicht, wie viel der Tilt bringt, wenn der Ball so frei runterfällt noch. Oder ob du das halt dann wirklich spammen musst in dem Fall.
Okay, das Ding nochmal rum. So, da ist der... Ja, kaufen wir einfach mal. Kaufen wir einfach mal, mal gucken. Kann ja nicht schaden, Lifesaver zu aktivieren. Kann niemals schaden. Da ist Parken verboten gerade. Das hält mich trotzdem nicht davon ab, den Ball die ganze Zeit dagegen zu ballern. Es ist halt sehr schwer, das Feld zu kontrollieren, wenn der Ball immer so runterkommt, dass ich ihn nicht wirklich irgendwie auffangen kann. Weil du kannst eigentlich beim Pinball nur wirklich so richtig, nur so richtig kontrollieren. Ich finde cool, dass ich direkt schon schaffe, einen Travel-Wechsel irgendwie zu starten, bevor ich überhaupt mit einem Pokémon gefangen habe. Aber okay, I guess. Einmal den Anusball. Oh! Oh, vom Battle geschluckt. Wo geht's jetzt hin? Oh, geil. Auf die Insel. Kann das sein, dass der Modus Slow normal dieselbe Zeit beim Countern hat? Also ja, dieselbe Zeit. Oh, fucking hell, ey. Ich weiß noch nicht halt, ob die bei Slow auch schneller runtergeht. Aber ich glaube, es betrifft eben nur den Ball. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie... Weil an der Reaction Time liegt's nicht, sondern eher so, okay, die Male, bei denen der Ball einfach in den Kack links und rechts reinfällt. Ja. Mhm. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Nochmal rein. Ich habe das Gefühl, der Bumper ist einfacher zu treffen. Naja, aber der ist zum Beispiel jetzt genauso mitten durchgefallen. Oh, diese hurige Sonne gerade wieder. Aber pass auf, sobald ich das erste Mal in Catch reinkomme, dann treffe ich die Bumper nicht mehr. Dann war es das nämlich. Aber ich komme auch irgendwie gefühlt nicht da rein. Nee. Oh. Pisser, komm. Yeah! Fuck yeah, was kann ich jetzt fangen? Oh nein, es ist... I don't know. Wahrscheinlich ein Wasser-Pokémon. Oh, okay. Ja, perfekto. Jetzt kriegst du direkt auch einmal auf die Nuss hier. Oh, wer hätte es gedacht, ein Wasser-Pokémon. Got your ass. Wenn du gleichzeitig die beiden Flipper betätigst, kannst du den Ball noch retten, glaube ich. Das Problem ist halt mit gleichzeitig betätigen, du kannst dich auch teilweise halt richtig in den Arsch beißen dabei. Das scheint... Bringt das irgendwas? Das darum zu führen? Okay. Das, was ich halt nicht checke, ist dieses Plus- und Minusfeld. Komm, small wieder. I knew it. Oh, prädestiniert 100 einfach. Weißt du, dann lass es einfach sein. Dann schreib einfach fuck you drauf. Weißt du, dann schreib einfach wirklich, wirklich fick dich. Weil so fühlt sich's an. Das ist einfach noch so condescending. So, oh, dann kriegst du wenigstens etwas. Und dann so, nein. Das Etwas ist beschissener als gar nichts zu kriegen. Boah, die Sonne ist einfach gerade wieder mitten in meinem Auge. Boah, ich hasse das so sehr.
Komm schon. Ich will doch nur hatschen. Nee, komm, wir wechseln einfach nochmal die Region. Dann wird's bestimmt besser. Ne, Gras ist im... Ja, ja! Oh, oh, perfekt. Und jetzt? Nochmal? Und da geht gerade nichts, weil... Ich glaube, Butthole ist auf, ne? Ich glaube, Butthole ist auf und deswegen geht gerade nichts. Ich muss erst wieder das Poloch schließen, bevor ich was anderes machen darf. Okay, dritte Region. Alles klar, ab in die Wüste. So fühle ich mich nämlich gerade auch. Hey, immerhin schon fast 5 Millionen. Weißt du, jetzt komm ich nicht mehr rein. So. Nein. Nein. Und... Ja! Na, oh. Du blöder Mistball, du. So, jetzt aber nochmal. Yes! Okay. Was kommt jetzt? Noch ein Zubat. Das geile Vieh, dessen Namen ich auch nicht mehr kenne. Ich meine, ich kenne die zumindest visuell noch, alle die Pokémon, die hier auftauchen, glaube ich, die meisten. Von Gen 3, aber ich kann die Namen nicht mehr zuordnen. Jetzt muss ich diese Wichser auch noch finden, noch einfangen hier. Komm, komm, ja, 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 perf... Oh, oh fuck. Na, oh! Oh, dämliche Mistsau. Oh, dich kriege ich. Dich kriege ich. Du blöder Bastard, komm her. Wo bist du überhaupt? Ach, fuck. Du bist meins. Komm in meinen Pokéball. Wehe. Oh, Gott sei Dank. Natu. Natu ist Gen 2 noch? Das war aus Gen 2? Wirklich? I don't know. Oh, Leute. Ich habe das Gefühl mittlerweile, ich habe mehr Digimon-Wissen behalten als Pokémon. So. Okay. Parken. Ich darf immer noch nicht parken. Parken ist immer noch nicht erlaubt. Oh, nicht bei den Spritpreisen. Oh, fuck you. Nein! Ja, 13 Millionen ist noch vollkommen okay. Mein Lieblings-Digimon, oh Gott. Ich glaube, da ist die Antwort zu basic. Da müsste ich nochmal drüber gehen. Da müsste ich tatsächlich nochmal drüber gehen. Vor allem, weil ich da auch von den späteren... Ich fand den Tisch irgendwie cooler. Tatsächlich. Vor allem, weil ich bei den... Boah, Alter, diese verfickte Arschpiss-Sonne. Oh, wo bleibt Mr. Burns, wenn man ihn mal braucht? Alter. Bäume können nicht früh genug blühen, einfach damit ich wieder nachmittags was sehen darf. So. Game Boy Afternoon eher gut blenden. Arsch, keine Ahnung. Aber was ist das? Elektroball, Voltoball? Einfach nur ein großer Pokéball, den ich fangen kann. Danke. Ja, ja, nee, mega, cool. Dreh noch ein paar Runden, ja. Ja, nochmal fangen. Und jetzt nach einem wieder zurückgehen. Ich müsste das nochmal mit dem Originalen vergleichen. Ich finde halt nur, dass der... die Bumper halt relativ die Öffnung relativ klein ist. Also dass die Wahrscheinlichkeit, dass du auch nur einmal dagegen prallst. Relativ. I hate it here. I hate it. Oh.
Oh, ich will mir die Pokémon Pinball Tech raussuchen. Einfach nur, okay, wie kann ich möglichst effizient mit dem Tilten umgehen, bevor I tilt. Chat Agumon. Ich weiß gar nicht mehr aus der ersten Digimon Staffel fand ich sogar noch wie hieß nochmal, was war's? Togemon, dieser Kaktus mit den Boxhandschuhen fand ich irgendwie immer mega geil. Das ist so ein unfassbar hohles, dummes Design, aber ich liebe es. Vor allem, weil das auch aus irgendeinem Grund Mimis Digimon dann war. Was sich so hervorragend visuell nicht zusammengepasst hat. Und die Nachentwicklungsform davon fand ich dann war so ein bisschen zu... Keine Ahnung. Ich meine, was ich halt auch mag, sind halt diese ganzen super edgy Weiterentwicklungen. Mit da irgendwie Wäre, Garurumon oder so ein Scheiß. Wo es einfach immer übertrieben, einfach so Dinge dran getackert werden. An die Digimon nachher. Also ich finde, du hast teilweise einfach so Digitationen, wo du das Gefühl hast, das ist einfach ein ich verstehe den Zusammenhang nicht. Hier ist einfach was komplett anderes draus geworden. So, ich habe was anderes vorbestellt als das hier. Oder du hast einfach, es ist das vorige Design, nur Edge, nur mit mehr Edge irgendwie. So. Noch ein Gürtel dran, noch eine Hose angezogen, bisschen Metallplatten hinterher, irgendwo noch eine Knarre dran. Das passt. Oh, Pokémon Pinball gibt's auch auf der Wii U. Nicht mehr lange! Oh. Wie gesagt, der Mister letztes Jahr war die beste Anschaffung, die ich gemacht habe. Also die Preise davon sind natürlich jetzt auch wegen so Knappheit von bestimmten Teilen ein bisschen teurer geworden. Aber ich glaube, ich habe letztes Jahr, was war das, so knapp für den komplett ausgedeckten Mister und dass mir der auch zusammengebaut wurde und geliefert, habe ich 300 irgendwas gezahlt oder so. Oh, perfekt. Oh, und mittlerweile, boah, der PS1-Core, ne? Das ist abartig. Der war, ich glaube, letztes Jahr, als ich den Mister bekommen habe, da haben die gerade angefangen, an dem PS1-Core zu arbeiten und waren so, oh ja, vielleicht können wir bald mal irgendwie den Startscreen oder so sehen. Mittlerweile hast du schon komplette Spiele, die du zu 100% spielen kannst. Nur, dass da eben noch die ganzen Bugs jetzt rausgenommen werden müssen. So, ich glaube, alle internen Chipsätze von der PS1 sind mittlerweile im Core vorhanden. Also wahrscheinlich ist bis Ende des Jahres ist das Ding auf praktisch 100%. Und du kannst damit perfekt in ne, du hast quasi die gleiche Qualität, als wenn du dir einen PS1 Digital HDMI Mod für die Konsole holst. Hast dann eben alles da drauf. Boah. Ich habe jetzt schon so einen Ständer für einfach. Muss ich auf jeden Fall nur noch einen zusätzlichen USB-Stick holen, um einen größeren, um die ganzen ISOs besser draufladen zu können. Aber boah, Alter, das ist einfach die. So zwischendurch, ne, ich folge ja auch dem Hauptentwickler von dem Projekt und auch so ein paar anderen Leuten und gucke dann zwischendurch mal so die Videos auf YouTube an, wie weit wir mittlerweile sind. Einfach und letztens so Crash Bandicoot so am Laufen zu sehen da drauf und auch mit dem, dass der Sound sich mittlerweile auch super anhört. Holy shit, ey. So, es ist mittlerweile jetzt geht's noch mehr an den weirden Kram, der eben gefixt werden muss. Einfach mega Bock. Vor allem, weil es auf der PS1 halt auch so viel geilen, weirden Kram gibt. Auch so viele Fan-Übersetzungen, die dann auch damit eben super angenehm spielbar sein werden. Nein! Komm's rüber. So, ich hab jetzt mein X-Station-Mod habe ich hier. Ich muss den halt nur noch bezahlen, einbauen zu lassen. Aber
so den Progress von dem PS1-Core für den Mister halt zu sehen. Das ist so die Motivation da irgendwie, vor allem gerade, wo das Geld halt echt knapp ist, noch irgendwie 70 Euro für den Einbau irgendwie aufzubringen, schwindet halt etwas gerade. Komm schon. Aber ich meine, ich habe jetzt schon so viel da rein investiert gehabt. Ich habe die Mod geholt, extra SD-Karten und so alles dafür. Also ich werde das auf jeden Fall noch einbauen lassen, auch weil es halt cool ist, von der originalen Hardware zu spielen. Aber weißt du, weil selbst dann zu sagen, oh ja, dann hast du auf der Konsole wenigstens analogen Ausgang, hast du am Mister eben auch. So. Den kann ich sogar gleichzeitig, wenn ich will, was halt für Streams auch ein hervorragendes Setup ist. So, du kannst mit dem zeitgleich das Signal über digitalen Analog ausgeben, dass du beispielsweise, ne, ich kann halt für den Stream das HDMI-Footage reinfüttern und dann aber theoretisch auf einem Röhrenfernseher spielen währenddessen. So was dann zum Beispiel auch ermöglichen würde, Lightgun, also PS1 Lightgun-Spiele zu streamen. So, muss halt noch gucken, dass die ganze Peripherie dann eben auch damit ans Laufen gebracht wird oder so, aber da mache ich mir ehrlich gesagt nicht die, mache ich mir irgendwie ehrlich gesagt nicht so wirklich Sorgen. So, muss dann wahrscheinlich nur dafür noch einen Zusatz eben dann kaufen, den Connector, den passenden für den Controller-Port, aber der sollte dann eben auch mit den ganzen Peripherie hoffentlich funktionieren. Pikachu! Na komm. Katsch! Nee, Pokémart. Ohne Geld rein. Einfach immer weiter in den Pokémart rein, ohne Geld. So wie es sich gehört. Ach du dreckiger Bastard. Gib mir doch einfach den. Komm schon. Yeah! Das wollten wir. Und nochmal. Yep. Ah! Falsche Flipper-Taste gedrückt. Oh, ich bin so ein Honk. Oh, ich bin so ein Honk. Falsche Flipper-Taste gedrückt. Komm nochmal. Oh. Ja, das ist halt, ne, also eben auch den ganzen hier nie veröffentlichten Kram mit den Fan-Mods oder Patches zu spielen. Das ist eben auch noch das Geile an so einem Kram. Weil ich bin auch immer Fan davon, auf der originalen Hardware zu spielen, eben so mit Lösungen wie beim 3DS oder so, oder auch auf der Wii halt mega. Aber die Sache ist, langfristig, weil du musst halt komplett über die Zukunft nachdenken. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, die nächsten 10, 20 Jahre, sondern was ist in 50 Jahren? So, wird die Hardware 50 Jahre überhaupt halten? So, selbst wenn du kein Laufwerk oder so benutzt. Wird das in 50 Jahren noch alles funktionieren? Hättest du notfalls noch die Möglichkeit, Sachen zu reparieren? Auf wie viele Konsolen sind wir dann runter, dass du die überhaupt noch kaufen kannst? Wie schwer ist es dann, weitere Gebrauchtmodelle irgendwie zu holen, je nach Konsole. Also das heißt, die langfristige Lösung ist sowieso Hardware-Emulation. Und je mehr da rein investiert und unterstützt wird, desto besser. Vor allem, weil das einfach alles, ne, weil das Geile an so Sachen wie Mister ist halt, dass es halt ein Open-Source-Projekt ist. Ja, da darf ich den Ball, ja, kann ich, ja, dürfen, darf ich nochmal spielen? Mhm. Cool, ja, nein. Aha. Meinst du, das reicht? Meinst du, ich habe die Bumper oft genug getroffen? Oh. Weil Punkte bringen. Woolpix. Weil Punkte bringen die auch nichts, ne? Die Bumper. So, ich habe gerade 6 Jahre da oben Bumper aktiviert. Und was habe ich da gehabt? 100.000 Punkte oder so insgesamt? Und das Pokémon einmal fangen bringt halt, glaube ich, 1 Million oder so. Bester Move, Björn.
Es sieht aber auch so aus, als ob das ehrlich gesagt, ne, wenn das hier so rechts unten runterkommt, es sieht eigentlich, normalerweise denke ich von der Logik her, von der Geschwindigkeit, sollte es auch auf den rechten Bumper kommen und nicht halt so abfallen, dass es auf den linken landet. Ich glaube, deswegen drücke ich halt immer, ne, wie da zum Beispiel. Deswegen drücke ich in solchen Fällen, glaube ich, eher immer den falschen in dem Moment. Ach komm, du Bastard. Nein. Nein. Da, ne, das meine ich so. Das ist so, der kommt von da an und du denkst einfach jedes Mal, der muss doch rechts auf dem Flipper landen. So, das ist einfach. Das ist einfach zu weird. Ah, fuck, warte. Meine Kabel haben sich verheddert. Oh. Kann sich auch weiterentwickeln, es gibt auch einen entsprechenden Pokédex. Solange ich die originale Hardware habe, nutze ich die auch. Aber, ne, wie gesagt, du musst halt allgemein Spielepräservationen für die Zukunft. Auch da, was ist, wenn irgendwas kaputt geht? Lieber schon mal vorgesorgt haben, dass Alternativen eben da sind. Ich meine, bei GBA-Spielen habe ich mittlerweile so. ich hab einen ganz stinknormalen alten GBA. Ich habe einen modifizierten GBA. Ich habe den Analog Pocket. Und ich habe jetzt hier über den Mister, den Core. Also, das heißt, es gibt so. Quasi die komplette Bandbreite an GBA-Experience habe ich jetzt zur Verfügung. Und es ist auch cool, dazwischen wählen zu können. Ja, stimmt, GBA für 3DS könnte ich halt auch noch machen. Das, without fail. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas an der Flipper-Physik von. Ich meine, was heißt Physik? Ist ja nicht wirklich, ne? Aber sagen wir mal, irgendwas an dieser internen Flipper. Also, es bricht mein Flipper-Hirn. Ne, das war einfach nur Doofheit. Das war einfach gerade einfach nur Doofheit. Nice. Okay. Auf den holst du die wieder raus. Nice. Ja. Der fällt einfach, der kommt da runter und fällt einfach sofort ab. Irgendwie kriegt auf einmal gefühlt mehr Gewicht drauf. Kommt runter und ist direkt so. Senkrecht runter, als ob das Momentum nicht beibehalten wird, sondern die Gravitation den irgendwie weiter runterdrückt in die Mitte. Ach Gott. Das ist kein gutes Spiel, um Chat zu lesen nebenher. Lieblings Shimigami Tensei Demon. Ich glaube, der Teufel, der auf dem Klo sitzt. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, die meisten Viecher. Also ich kann mir generell, ich finde so, mein Hirn hat auch, glaube ich, keine Lust, die Namen sich von solchen, so nachdem ich irgendwie kein Kind, keine Ahnung, so als Kind war es so, okay, ich muss alle Namen von allen Viechern irgendwie lernen oder sonst was oder beibehalten. Und mittlerweile bin ich einfach so, ich habe kein Interesse dran. Und wenn ich kein Interesse habe, irgendwelche Namen zu lernen, dann Shutdown bei meinem Kopf. Das heißt, der Kacke-Dämon, der auf dem Klo sitzt. Das ist der Beste. Und dieser komische Peniswagen, der ist auch super. Dieser Eichelkopf.
Ich meine, die Normie-Antwort wäre halt auch Jack Frost. Obwohl ich das. Ich meine, ich kann schon verstehen, warum du, ne, warum Atlus den als Maskottchen gewählt hat, weil das ist einfach schon so das. Das ist das vermarktbarste Design, was sie haben. So, Jack Frost ist einfach. Der könnte auch in einem Pokémon. So, Jack Frost könnte in einem Pokémon-Spiel drin vorkommen. Wenn du den in einem Pokémon-Spiel einfach drin hättest und Leute wüssten nicht, wer das ist, dann würden die das, glaube ich, nicht hinterfragen. Peniswagen ist Mara, ja, genau. Ja, Fellow Mara Enjoyer. Belphegor, okay. Aber siehst du, so mit den Beschreibungen, ihr wisst ja zumindest, Leute, die das kennen, wissen sofort, wer gemeint ist. Leute wissen sofort, wer gemeint ist. Wenn ich nur die Namen sagen würde, dann würden auch nur die Leute wissen, die Namen in- und auswendig kennen. Aber so ist, ja, stimmt, habe ich schon mal den Peniswagen, den habe ich auch bei Persona 5 schon gesehen. Ich weiß, was du meinst. Ah ja, der Toilettendämon. I know what you mean. Yeah, baby. Und Small. Dress. Ich finde aber gut, dass ich noch nichts Besseres gekriegt habe, irgendwie. Also ich muss auf jeden Fall irgendwie diese Runden immer drehen. Damit ich das kriege. Habe ich das Ding wirklich getroffen gerade? Das schien mir gerade eher so in den... eigentlich eher durchzugehen, aber ne. Beschwer mich nicht. Obwohl ich jetzt nicht geplant hatte, die Seite zu wechseln. Komm schon. Dass der einfach so klemmen bleibt. Okay. Nein. Ich glaube, Travel gibt's heute nicht mehr, Leute. Heute wird nicht mehr getravelt. Oh, yeah, baby. Jetzt noch schnell ins Butthole. Komm. Auf die letzte fucking Sekunde. Oh. Warte mal, das ist Ivo. Ach, das ist nicht Tech, das ist Get. Ach so. Sorry, dass ich von links nach rechts lese. Also das heißt, okay, wenn du links Evo, das heißt, du kriegst dann eine Evolution von dem Pokémon, was du gerade fangen willst als nächstes. Also beziehungsweise du kriegst eine andere Evolution. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich nur, dann kriege ich halt immer nur Standard. Pokémon, oder wie ist das gemacht? Nein. Danke, Pikachu. Oh, Ehrenratte. Oh, fuck yeah. Oh, komm. Oh, ich will die geile Giraffe haben. Oh, gib mir die geile Giraffe. Oh, gib sie mir. No! Yeah! Crash Take Team Racing, ja. Giraffarik. Achso, übrigens, ich kann schon mal sagen, für die Leute, die das vielleicht gestern nicht mitgekriegt haben, dass heute Abend ist ja die State of Play, die nächste von Sony, wo ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, Jim Ryan seine Memoiren ankündigt, I don't know. Aber ich werde das hier nicht livestreamen, sondern wir werden das gemeinsam bei Unlimited Ammo auf dem YouTube-Kanal streamen und im Anschluss ein bisschen Elden Ring spielen und darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ich für den Elden Ring-Teil noch groß dabei sein werde, aber für die State of Play und dann eben so das danach da zusammen zu sprechen, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Das heißt, falls ihr das gemeinsam sehen wollt, dann gerne bei Unlimited Ammo auf dem YouTube-Kanal. Der Stream ist auch schon eingestellt. Das heißt, wenn ihr da gerade nach sucht oder eben den Kanal auch abonniert habt, dann solltet ihr das eh schon sehen.
Ich werde das aber auch gleich nochmal vor der State of Play dann, bevor es losgeht, auf Twitter eben auch nochmal posten mit dem Link. Ist ja um 21 Uhr. Ist ja um 21 Uhr. Das heißt, ich werde gleich auch erstmal nach dem Stream kurz, ich mache mir geile Bolognese. Oh, weil auch das Hack weg muss einfach. Hack muss weg. Hashtag Hack muss weg. Und danach dann, glaube ich, einfach noch ein bisschen noch Videos vorbereiten. So. Oh! Was bei mir momentan ganz schlimm ist, ne? Weißt du, ich habe Elden Ring. Ich habe Elden Ring. Und ich habe Babylon's Fall. Wisst ihr, was ich gestern bis 6 Uhr morgens gespielt habe? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist nicht Elden Ring gewesen. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es die, einfach diese Haltung, Anti zu sein. Weil die Sache ist halt immer, sobald ich Elden Ring anfange, bin ich voll drin. Und dann will ich nichts anderes machen, außer Elden Ring zu spielen. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ich jetzt anfange, dann ist es immer so, ich brauche irgendwie für Elden Ring immer so eine Überwindung. So, weißt du, so, muss ich halt 100% aufmerksam spielen, ich kann nicht einfach so ein bisschen Larifari machen, so keine Ahnung, was mich irgendwie erwarten wird, so, kriege ich jetzt 3 Stunden lang, werde ich einfach vor einem Boss gefistet oder kann ich einfach ein bisschen erkunden gehen, wie sehr mache ich Progress? Und aus irgendeinem Grund bin ich Babylon's Fall auch gestern nur am Verfluchen gewesen, aber ich kann irgendwie nicht aufhören, weil es sich so anfühlt wie so... So, alle spielen Elden Ring, alle erleben Elden Ring. Ich werde in Elden Ring nichts erleben, was nicht auch andere Leute gerade die ganze Zeit erleben. Aber irgendwie ist es so, dass ich, wenn ich Babylon's Fall weiterspiele, ich erlebe gerade etwas, was 3 andere Leute auf der Welt erleben. Es fühlt sich nach dem exklusiveren Club irgendwie an. Es ist ganz schlimm. Vor allem, weil ich halt so weit im Spiel bin, dass halt keiner diese Level spielt, ne? Weil die Leute entweder haben das Spiel durch und machen halt Endgame-Content oder sie sind eben noch dabei, die ersten paar Missionen zu machen. Das heißt, ich habe fast jede Mission, die ich gestern Abend gespielt habe, musste ich alleine machen, was dazu führt, dass alle Missionen noch länger dauern, sich noch mehr wie so ein Slog anfühlen, dass die... Ich hatte gestern auch so einen Bosskampf, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist ja ein richtig guter Bosskampf. Aber du kommst ja richtig gut durch alleine. Ich verliere nicht mal viel Lebensenergie. Alle Attacken kannst du irgendwie auch alleine bewältigen. Was ist denn da los? Der muss doch im Multiplayer einfach sofort wegbumsbar sein. Und auf einmal war es so, haha, 1/4 von der Lebensenergie abgezogen. Und dann kam eine 2. Phase. Und auf einmal so, hier kommt der ganze Bullshit rein, den du nicht mehr richtig ausweichen kannst oder Schaden machen alleine und es wird zu einem Slog und ich verbrauche alle meine Tränke, sterb 4-mal und am Ende kriege ich trotzdem wieder Pure Platinum für den Boss. So. Nein! 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 Du kommst... I hate it hier. Ich wollte doch nur in meinen Po-Ball. Get Bonus. Wirklich. Willst du den Bonus? Nein. Was ist das denn jetzt? Boah, richtig Spiegelung hier. Hardcore-Physik. Boah, voll gebumst. So, wo ist er jetzt? Dadurch kannst du den sehen. Hä? Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Blöde Mistkacke. Oh. Das sieht aber echt cool aus mit dem, wenn der Ball auch so über die Pfütze geht. Und dann auch gespiegelt wird.
Alter, voll am Flexen hier. Danke sehr. Ist das eigentlich eine Kamera? Ich dachte, das sieht aus wie so eine Tasche oder so. Aber scheinbar ist das eine Kamera. Oh, trotzdem getroffen. Oh, nochmal getroffen. Dreckiger Bastard. Nein! Nee? Komm schon. Ja, verdammt. Jetzt bewegt er sich aber auch. Ziemlich garstig. Aber. Dann habe ich ihm seine ganze Lebensenergie abgezogen. Oh! Defeated! Oh, Alter, 30 Millionen. Nice. 30 Millionen. Jetzt muss ich nur noch. Komm, Björn. Noch 2,5 Millionen, dann hättest du sogar den zweiten Platz geschlagen. Einfach nochmal so eine Bonusrunde kriegen. Wahrscheinlich verrecke ich jetzt eh. Oh, jetzt ist Evolution frei? Nein! Komm her! Nein! Oh, dreckige Kackscheiße! Oh. Oh, ich fand das Minigame aber ehrlich gesagt einfacher als das letzte. Oh, die Kamera obscura, ja. Oh, ist das Raytracing. Oh, wenn du den linken Flipper gehoben hättest, wäre der Ball da rausgekommen. Okay. Ja, es ist wahr, ich mag Babylon's Fall. Nein, ich mag es halt nicht. Ich mag es halt nicht, aber ich habe halt trotzdem so eine Das ist das ganz Schlimme bei mir. Ich habe halt trotzdem so eine Faszination mit solchen Spielen. Erst recht, wenn niemand anders die spielt. Weil das fühlt sich irgendwie so... Ja, in Elden Ring gibt es sehr viel zu entdecken. In Elden Ring gibt es mehr zu entdecken. Aber es ist irgendwie dieses... Alle Leute entdecken das gerade. Alle... So, es fühlt sich irgendwie nicht besonders an. Und zu Babylon's Fall fühlt sich etwas an, so... Ich entdecke da nicht nur was, sondern... Ich entdecke Dinge, die gerade 3 Leute entdecken. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt ganz komisch. Das ist ganz komisch. Und das ist halt so, du machst halt trotzdem so schnellen Progress. Und du bist so, ich habe das Gefühl, ich komme bei Babylon's Fall jetzt schneller ans Ziel, als erstmal Elden Ring durchzuspielen. Und dann bin ich so, ich will einfach das Ende von Babylon's Fall gerade sehen und was da irgendwie noch passiert. So. Weil bei Elden Ring weiß so, ne, so, ja, okay, ist halt gut und spätere Bosse ficken dich halt in den Arsch, bla bla bla. So, ne, ich weiß nicht, was passiert, aber es fühlt sich halt bekannter an. Ich habe das Gefühl, bei Elden Ring weiß ich mehr, was mich irgendwie erwartet. Und bei Babylon's Fall habe ich gar keine Ahnung, was mich erwartet. Das Spiel hat einfach mal die Nebenmissionen nach dem 5. von 7 Kapiteln eingeführt. Du schaltest Craften nach 3 davon frei mit Blueprints. Enhancen schaltest du erst frei, scheinbar nachdem du das Spiel durchgespielt hast. Das Spiel führt einfach Mechaniken nach der Hälfte vom Spiel nochmal irgendwie. Es ist absurd. Es ist so absurd und es ist irgendwie in dieser Absurdität so faszinierend. Oh. Das gleiche gilt auch hier, wäre der rechte Flipper offen gewesen, wäre der Ball durch den Tilt rausgeflogen. Okay. Das hört sich nicht normal an. Ich bin doch... Sag mal... Gotti, du bist nicht das erste Mal hier im Stream. So. Hört sich nicht normal an, finde ich, ist eigentlich synonym für hört sich nach Björn an. Ja, Babylon's Fall ist für Björn wie ein Autounfall auf der Landstraße, ja. Oh, connect the Game Boy Advance and the Game Boy Link Cable. Ja, das machen wir jetzt. Alles klar, ich will noch ein paar Runden spielen. Ich muss aber gerade echt tierisch sicken gehen. Deswegen lass mich mal kurz eine Minute Werbung an.
Ich reiß mir gerade auch die Brille einfach vom Gesicht, weil ich Bock drauf habe. Und dann sind wir gleich. Warum sag ich wir? Ich bin alleine. Bin ich gleich wieder da. Und dann spiele ich noch ein paar Runden auch mal auf dem anderen Tisch und gucken wir einfach noch, was ich rausholen kann. Richtig geil. Oh, Urin. Richtig geil. So. Leute, weiter geht's. Noch ein paar Runden. Es ist immerhin der gleiche Mann, der The Irithin als Top-Game sieht. Ja. Konstant, objektive, based Meinungen. Based Obst. Speck-based. So, ich versuche nochmal den anderen Tisch hier aus. Ah, kann ich nicht überspringen. Mein Kopf ist auch gerade irgendwie, ehrlich gesagt, so ein bisschen bei der State of Play nachher und was da irgendwie angekündigt wird. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es da großartig was geben wird. Also meine Vermutung ist einfach nur, dass sie jetzt so kurzfristig, weil das Wort halt so, hey Leute, State of Play übrigens morgen! So 20 Minuten und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist noch so, okay, wir haben jetzt noch ein paar Sachen kurz vor knapp gefestigt, wie zum Beispiel die Preise oder so für dieses Spartacus-Ding. So, das könnte ich mir halt vorstellen, dass das kurz mal grob angekündigt wird. Obwohl ich mir eben auch denke, wenn so andere Titel noch mit da drin sind, wäre das vielleicht ein bisschen zu kurz dafür, um so ein Subscription-System anzukündigen, wo du vielleicht einen etwas größeren Overview hättest, wo ich mir denke, das bräuchte eigentlich vielleicht so 10 Minuten, um richtig anzukündigen, aber ich weiß es nicht. Aber ich habe ehrlich gesagt so das im Gefühl, und dann ist halt die Frage, so auch so kurzfristig First-Party-Titel noch ankündigen, ja, scheiße, oder Third-Party-Sachen. Na, weil, also PS5, was Exklusivtitel angeht, ist natürlich jetzt so für das restliche Jahr. Also wir haben jetzt, zumindest für dieses Jahr, Ghostwire Tokyo, was halt in 2 Wochen rauskommt. Und dann God of War Ragnarok. And that's it. So, ich meine Final Fantasy 16 glaube ich jetzt nicht, dass das. Ich meine, kann sein, dass das dieses Jahr noch rauskommt. Ich glaube es. Also. Aber da glaube ich eher, dass wir so über. So von Square Enix selber was nochmal bekommen, vielleicht. Oder halt mehr so E3-präsentationsmäßig, so übrigens. Holy shit, kommt am 11.11. I don't know. Ich hab auch von ein paar Leuten gehört, dass irgendwie das Resident Evil 4 Remake angekündigt werden sollte. Wo ich auch nicht weiß, ob das von Insidern war oder einfach nur Leute so. Oh, es ist. Ich meine, ich kann es verstehen, weil es fühlt sich einfach so an. Wir haben so. Es wurde immer noch nicht offiziell angekündigt. Aber.
Es wurde halt immer noch nicht offiziell angekündigt, aber wir wissen eigentlich ja schon Ewigkeiten, dass es existiert. Und das würde sich ja mal anbieten, dass da von Capcom was Offizielles kommt. Keine Ahnung, ob dann im selben Zug vielleicht auch nochmal kurz Video-Footage gezeigt wird von den, fuck. Also ja, das kann man wahrscheinlich, wenn du es richtig timest, ne? Könntest du es wahrscheinlich mit einem Tilt schaffen. Ich weiß halt nur nicht, ob das dann ein linker oder ein rechter wahrscheinlich besser wäre. Kommt dann eher auf die Seite an. So, das, keine Ahnung. Naja, es ist halt so wirklich theoretisch alles möglich, weil es müssten halt Infos kommen, könnte auch PSVR 2 Sachen. Also es gibt einfach sehr viel Kram, der auf ist. Aber halt vieles fühlt sich dann auch irgendwie an in so einer 20-Minuten State of Play, die einen Tag vorher angekündigt wurde auf die Schnelle. Das riecht für mich mehr nach diesem Spartacus-Ding. Oh ja, wir müssen das jetzt noch kurzfristig machen und wir wussten halt nicht, ob wir es rechtzeitig schaffen. Oh ja, wir haben es noch geschafft, auf die Beine zu stellen, dann kündigen wir es mal für morgen oder so schnell an. Oder halt noch irgendwelche Trailer und Infos sind irgendwie rechtzeitig reingekommen, dass wir es dann doch noch machen konnten. So. Ne, gerade bei diesen 20 Minuten halt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Es kann auch einfach voll sein, dass es komplett wieder in die Hose geht. Und hier sind 6 Indie-Spiele, die ihr schon kennt, die wir schon auf anderen State of Plays und E3-Präsentationen und sonst was irgendwie gezeigt haben. So, den Scheiß habt ihr schon alles gesehen, 6-mal. Und dann guckst du nach der State of Play wieder so, okay, warum habe ich mir Zeit genommen, um mir das live anzusehen? So, von allen Präsentationen, die irgendwie gemacht werden von Konsolenherstellern, ist irgendwie die Gefahr, bei Sony enttäuscht zu werden, am größten. Würden 2 und 3 Remakes auf Sony PKs nicht angekündigt? Teils 2 wurde, Resident Evil Remake 2 wurde angekündigt auf der, auf einem Sony Event. Das war aber dieses, das war dieses eigene komische Ding, was sie da gemacht haben. Wo auch Ghost of Tsushima Flötentypi da gespielt hat. Wo so die Journalisten, die vor Ort waren, die wurden so durch einzelne Räume geführt. Das war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was für ein Event das irgendwie war. Bei Remake 3 habe ich keine Ahnung mehr, wie das angekündigt wurde. Ich glaube, war Remake 3, ich meine, da weiß ich noch, da hatten wir zuerst die PSN-Store-Leaks. Und dann wurde es irgendwie offiziell angekündigt. Aber da weiß ich auch nicht mehr, wie das richtig war. Aber es wurde auf jeden Fall... Es würde auf jeden Fall passen, bei einem Sony-Event angekündigt zu werden für Capcom. Einfach weil die zu Sony bessere Beziehungen haben, scheinbar. Als zu Microsoft. Ne? Und es ja zumindest so ein paar Deals halt gab, ne, bezüglich so Monster Hunter. Hey, haltet das vom PC. Ihr könnt es für Xbox rausbringen, wissen wir, spielen 3 Leute. Aber haltet es halt vom PC fern für ein Jahr und dann geben wir euch eine Mille. So, das kam ja aus dem Capcom-Leak damals raus. Ja, zu Kirby-Demo, in den Trailer hat man gesehen, dass manche Fähigkeiten mehrere bessere Versionen haben. Ja, das, ich meine, das siehst du auch in der Demo. Also, wenn du die durchhörst, das sage ich ja auch. Eis war ziemlich strong gegen den Boss, weil man den einfrieren und massiv Schaden verursachen kann. Ich fand, Eis war gegen den vollkommen useless, weil du einfach viel zu nah rangehen musst für den. Und du einfach... so, also ich habe den einfach ohne Fähigkeiten gemacht, weil es ist, also entweder nehme ich halt das Ding, was ich mit Fernkampf schleudern kann, so die Bomben, die fand ich, die waren einfach vollkommen overpowered, weil du die so spammen konntest und die auch so schnell rausgeschossen sind und so viel Schaden machen, aber auch diese Sterne zum Einsaugen, die der rauswirft, die konntest du einfach wie, also die hat die einfach wie Süßigkeiten verteilt, ne? als wär's irgendwie Kamelle an Karneval, als wär's irgendwie Covid an Karneval. So hat er das verteilt. Und dann war ich dann so, ja, okay, mit Eisdingen muss ich ja zu nah rangehen. Und dann auch noch stehen bleiben davor. Und ich meine jetzt diesen Gorilla-Boss, ne? Ich meine, das war auch das Einzige, wo du das Eis einsetzen konntest. Ich fand das ein bisschen weird, dass du diese Eisfähigkeit halt nur von dem Boss gekriegt hast und nicht wirklich austesten konntest. Dass es halt sonst nirgendwo in den normalen Leveln irgendwie rumlag. Zumindest hatte ich den nirgendwo gesehen oder einen Gegner, von dem du es eben kriegen konntest. Ba, 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 ba. Ah, du. Ich hab immer noch keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren. Aber Hauptsache Travel erstmal. Remake 3 auch in der State of Play, ja, okay, dann würde das ja.
Dann würde das ja passen. Dann würde das ja passen. Vielleicht kündigt auch einfach Capcom nur ein neues Street Fighter 6 Logo an. Hauptsache das nochmal geholt. Also das, was ich in dem Spiel... Ich bin, glaube ich, mehr gereist, als ich Pokémon gefangen habe. Das habe ich, glaube ich, öfter freigeschaltet. Wegen dir habe ich mir tatsächlich ein Evil Within gekauft. Wenigstens habe ich etwas Gutes in meinem Leben vollbracht. Am Ende ist doch die Überraschung, dass es Code Veronica Remake wird. Oh, I fucking wish, ey. I fucking wish. Obwohl, ich meine, mittlerweile von dem, was ich gehört habe, dass ja Remake 4 sie, ne, am Anfang sollte es halt wirklich, haben sie versucht, so sich originalgetreu dran zu halten. Und dann wäre es eh in die Hose gegangen, weil dann wäre es so, oh nein, wir können ja kein Resident Evil 4 rausbringen, bei dem man sich dann nicht bewegen kann beim Schießen. Weil Leute keine 2 Sekunden über Design nachdenken können. Und dann wäre es wahrscheinlich vollkommen in die Hose gegangen. Und deswegen finde ich es jetzt lieber gut, ja, okay, dann macht einfach, was ihr wollt. Ich kann mich auch gerne beim Schießen bewegen, whatever. Aber dann baut das Ding einfach von Grund auf neu. So, und macht einfach wirklich ein eigenes Ding. Macht eine neue Interpretation davon. So, überrascht mich einfach damit. Lasst es ein anderes Spiel sein. Weil je näher das an Resident Evil 4 dran ist, desto schlechter ist das Endprodukt einfach im Vergleich. Weil dann musst du dich den ganzen Vergleichen stellen, je näher du am Original dran bist. Und das sage ich jetzt schon, das wird bei Resi 4 in die Hose gehen. Deswegen, ich bin auf jeden Fall mittlerweile gespannt drauf, was sie dann eben jetzt draus machen. Aber so, es braucht es trotzdem nicht. Und bei Code Veronica fände ich es wesentlich interessanter. So, einen Code Veronica in, mit der RE-Engine. So, die Optik und die das Design von einem Resident Evil 2 Remake. Und dann halt Code Veronica spielbar machen. Boah, richtig nice. Ich hätte auch gerne eine neue Interpretation von Zero. Das war... Da denke ich mir auch, da steckt sehr viel Potenzial drin. In diesen Grundelementen. Aber die müssten nochmal... Die müssten halt grundlegend neu überdacht werden. Da könntest du garantiert sehr viel rausholen. Aus einem Zero. Ich muss Zero endlich mal spielen. Also ich finde auch nicht, ich finde das halt so seltsam, wie Zero gehatet wird in der Fanbase. Das ist halt so für viele das, oh, worst Mainline. Das ist so, boah Leute, also entweder habt ihr Code Veronica nicht gespielt oder, also von den klassischen, der klassischen Resident Evil Formel. Also entweder habt ihr Code Veronica noch nicht gespielt oder das ist ein bisschen zu lang her. Weil ja, so Zero hatte einfach ein paar Probleme. Also Zero hat auch eben dieses, das Schlimmste ist einfach das Item-Management in dem Spiel. Das Item-Management in dem Spiel ist eine Katastrophe. Aber ansonsten hat es immer noch auch die Tatsache, dass es, oh mein Gott, das ist halt zu nah an 1 dran. Okay, ja, sehe ich halt mehr als Kritikpunkt, als es damals rauskam und weniger jetzt heute aus der Perspektive, wenn du es eben nochmal spielst. Plus ist halt Billy Cohn. Billy Cohn, bester Charakter. Ich will Hashtag bring Billy zurück. Janneke, was machst du? Ne? Versuchst du die Person in dem YouTube-Video, was da auf ist, nachzumachen? Das mit viel Erfolg. Das mit viel Erfolg, ja. Alles klar. Wie war Fahrstunde? Deine letzte jetzt vor der Prüfung? War sexy geil? Oh, geil. Wie viele Kinder? Wie viele Rentner? Alle. Alle. Wir haben 15 Minuten im Stau gestanden auf der Autobahn. Das ist die... Also ich finde, das ist die richtige deutsche Autoerfahrung. Also meinte Thomas auch, bis so macht, hat er gesagt, ist gut für morgen. Ja. Ja, rockst du morgen. Also wie gesagt, das Einzige, was dich halt, glaube ich, noch ficken kann, ist, wenn du Pech mit dem Verkehr hast, dass da irgendwas Blödes passiert und jemand so vorzieht. Oder du einfach so einen richtig arschigen Prüfer oder so kriegst. Yes, Kulant, der kommt einfach schon so voll stoned ins Auto rein. Jo, fahren wir mal! Alles klar, boah, ich hab ein bisschen Hunger, fahren wir mal kurz in den Drive-In. Gucken wir mal, ob du richtig, weißt du, einparken ist viel zu einfach mit der Fahrhilfe. Machen wir mal, ob du Drive-In richtig kannst hier. Bestellen wir mal was und bezahlen. Soll ich dann auf
auf den Parkplatz fahren und von da aus in die Stadt. Ja, ja, also wenn das bei der Fahrprüfung wenigstens mal richtig gelehrt werden würde, dann hätten wir vielleicht solche Nasen nicht. Die einfach nicht richtig irgendwie in den Drive-In fahren können. Oder erst auf den Parkplatz fahren und sich dann entscheiden, ich will doch in den Drive-In. Und dann versuchen von der Seite da irgendwie reinzuhaken, als wäre es Reißverschlussverkehr. So. Und da dann mal mit Pokéball her. Hahaha. I'm very funny, fuck you. Deswegen habe ich ja auch gelacht. Das klang nicht sincere. Das war sehr sincere. Das war sehr. Ich lach doch immer so, das weißt du doch. Hahaha. Mahlzeit. Mahlzeit. Und weißt du, was du essen willst gleich? Nee. Nee, wie immer. Ja, das ist blöd. Ja. Das ist blöd. Wir haben nur noch einen Raptor. Was ist das denn hier für ein mumifiziertes Kondom hier? Oh ja, stimmt, du hast noch die zwei Portionen Lasagne. Also wenn du den Führerschein. Wenn du den Führerschein bestehst, dann sag ich meiner Mutter einfach, also zu Feier. Kannst du ja Lasagne machen. Kannst du einfach nochmal Lasagne machen. Und bei denen verläuft es auch ganz gut. So meine. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Chat überhaupt mal, im Stream auch mal erwähnt hatte. So, meine Mutter hat sich halt Covid eingefangen vor ein paar Tagen. Ich hatte ehrlich gedacht, es wäre beim Karneval gewesen, aber sie meinte, es wäre auf einer, ironischerweise, auf einer Trauerfeier passiert wohl. Bei der sich halt vorher auch eigentlich alle getestet haben und es waren halt negativ mit Schnelltest und dann. Ja, ja, genau. Und dann halt so ein paar Tage später war es so, oh, ich fühle mich ein bisschen kacke. Und dann waren eben so sehr viele Leute von dieser Trauerfeier, hatten dann einen positiven Schnelltest. Aber es scheint jetzt, also es schien jetzt halt positiv zu verlaufen. Ich meine, bei meiner Mutter mache ich mir auch weniger Sorgen. Meine Eltern. Papa ist eigentlich ganz fit. Ja, ja, meine, also, genau. So meine Mutter macht ein bisschen was für ihren Körper zumindest. Im Gegensatz zu meinem Vater. Der ist einfach nur, wie rauchen ist nicht gut. Die Lunge. Also sehr viel Rauchen und möglichst wenig Bewegung. Das ist doch, was der Körper braucht. Ja. Damit sind wir in Deutschland schon immer alt geworden. Das heißt, um den mache ich mir halt ein bisschen mehr Sorgen, aber meine Mutter meinte auch, bei dem ist alles in Ordnung. Vor allem mein Vater will sich halt nicht testen lassen. Das ist einfach so. Mein Vater, das war schon immer so. Der hat einfach irgendwie. Sogar einen kostenlosen PCR-Test kriegen. Ja, aber das ist mein Vater, der geht einfach nie zum Arzt für irgendwas. Mein Vater geht erst zum Arzt, wenn wir den Krankenwagen rufen müssen. Mein Vater hatte schon zweimal eine, wie heißt das, Lungenembolie, dieser Kram. Ja, genau, das hatte er schon zweimal. Mein Vater wartet auch, wenn er irgendwelche Hautdinger hat oder so. Der musste zwei oder dreimal für irgendwelche Furunkel zum Arzt, die dem dann rausoperiert werden mussten, nachdem sie einfach. Nachdem sie einfach zu groß wurden oder so. Ich hab dir ja schon mal was über den abgefaulten Zeh von meinem Vater erzählt, den er hatte. Also, ich weiß nicht, ob der Chat darauf Lust hat. Bitte schreibt es, wenn es euch zu gruesome wird. Alle Leute, ich für meinen Teil verlasse jetzt diesen Raum. Ja. So, ja, der Mister ist am Leuchten. Mister Led. Mister Pride Mister. Ah? Erzähl. Das ist, als meine Eltern sich auch. Ich kann alles. Ja, ja, Janneke, du kannst nicht mal irgendwie so Leute erzählen irgendwie darüber. Ich kann Janneke nicht mehr erzählen, wenn ich irgendwie so was habe. Dann ist es schon problematisch. Nee, aber als meine Eltern sich kennengelernt haben, das ist, glaube ich, mehr braucht man nur meinen Vater nicht wissen. Hatte mein Vater irgendwie einfach, meine Mutter meinte, der hätte so einen Buckel irgendwie gehabt. Also einfach wirklich so einen. Wie so ein Buckel am Rücken hinten. Und mein Vater ist halt deswegen nie zum Arzt gegangen. Warum auch, ne? Keine Ahnung. Ist halt egal, wenn es irgendwie wehtut. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, es geht einfach nicht mehr, weil das Ding hat angefangen zu stinken. Also quasi, da ist irgendwas unter der Haut gewesen, dass es einfach so schlimm war, dass das für einfach widerlichen Geruch gesorgt hat und musste dann eben aufgeschnitten und rausgeholt werden, was auch immer da für eine Suppe drin war oder so. So, wenn meine Mutter damals nicht gesagt hätte, Alter, du machst es jetzt. Ich glaube, dann hätte mein Vater einfach so lange damit gewartet, bis es am Rücken einfach aufgeplatzt wäre irgendwann. So. Das ist doch ganz schlimm. Vor allem, der raucht halt auch seit irgendwie 600 Jahren gefühlt. 800 Schachteln Zigaretten am Tag. Der hatte auch mal so einen für mehrere Monate richtig krassen Husten. Ne? Und das war schon, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war der schon. Ich weiß nicht, ob das schon nach seinem 60. war oder noch davor.
Aber wenn du halt jemanden hast, der seitdem er 14, 15 ist, täglich raucht, und dann so mit Ende 50, Anfang 60 für Monate am Stück einen extremsten Husten hat die ganze Zeit und nicht zum Arzt geht. Ich meine, der ist tatsächlich irgendwann wieder weggegangen. Keine Ahnung. Aber deswegen halt nicht zum Arzt gehen, wenn du so denkst, so, so, vielleicht sollten wir uns mal auf Lungenkrebs untersuchen lassen. Ich weiß nicht. Wäre das vielleicht etwas? Doch, ganz okay. Ja, könnte man mal bringen. Könnte man definitiv mal umsetzen, mal drüber nachdenken. Und dann einfach jetzt zu hören, so, ich meine, er ist ja zumindest, ne, hat er gegen den anderen Kram nichts, ne? Ist ja geboostert und geimpft und so alles. Aber halt für irgendwelche Untersuchungen zum Arzt zu gehen, oh, schlimm. So, dann sinkt halt auch ab einer bestimmten Stufe das Mitleid, was dann irgendwelche so, oh ja, oh ja, damit Problem und das geht nicht so gut. Und dann sehe ich, Alter, wenn du halt einfach, warum gehst du nicht zum Arzt die ganze Zeit? Wo mein Vater ist privat versichert. Mein Vater ist fucking privat versichert. Der kann einfach überall jederzeit anrufen und kriegt halt instant einen Termin. So kann halt wirklich zu den besten Ärzten halt gehen und sich da überall untersuchen und beraten lassen und sonst was. Und macht es halt nicht. Und selbst wenn, dann geht er halt nur zu irgendwie den fast schon selbst auf dem Sterbebett liegenden Ärzten, die er seit seiner Kindheit kennt. Was halt teilweise auch leider nicht immer die besten sind. Ich meine, das sind meine Eltern halt generell schlimm. Weil meine Eltern halt immer so, oh, nee, den mag ich. Oder da gehe ich halt schon seit Jahren hin. Und dann so, scheinbar macht man da keinen Fortschritt. Oder ich werde dann zu den Ärzten hingeschickt und denke mir so, ja, da kenne ich mittlerweile selber bessere, aber kannst du halt nichts machen. Kannst du halt nichts machen. Ist einfach so frustrierend. Ich bin zumindest froh, dass jetzt irgendwie nichts scheint oder so. Aber oh, meine Güte. So, stirbt der Pimmel jetzt noch? Kriegen wir dich? Ja, auf die Fresse? Oh, du blöder Bastard. Oh, du blöder Bastian. Boah, du dreckiger Pisser. Da ist er mir einfach entkommen. Oh, du kriegst gar nichts? Das ist alles nichts, oder? Das ist einfach alles nicht. Das ist wirklich so, okay, entweder schaffst du das Minispiel und kriegst 30 Millionen. Oder du hast einfach 3 Minuten deine Zeit vergeudet. Have fun. So, okay, da finde ich das andere Minispiel dann besser. Da kriege ich zumindest für die ganzen Sachen, die ich zwischendurch schaffe, auch Punkte. So, warum kriege ich nicht einfach so, hey, so basierend auf den Treffern, wenn du halt alle geholt hast, dann kriegst du eben diese maximale Punktzahl plus halt noch einen Bonus, so, ne? Ja, Game Black, like, you get nothing. Good day. I took the wie heißen noch diese Fizzy Lipton Drinks, keine Ahnung was, bei Willy Wonka. Danke. Oh. War's das? Game over, ja. Okay, alles klar. Ich glaube, das war's auch. Ja, ich glaube, ich müsste, also wenn ich das nochmal spiele, müsste ich mich, glaube ich, ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, von den reinen Flipper-Mechaniken und wie sich eben die Physik verhält davon, not the biggest fan. Also wenn ich an Flipper-Spiele denke, dann würde ich, glaube ich, nicht das zuerst wählen, dann würde ich, glaube ich, einfach nochmal Pinball FX oder auch so, und selbst bei Sachen, die halt nicht versuchen, realistischer Flippertisch zu sein, da würde ich dann trotzdem eher zu einem Demon-Tilt oder so tendieren. Ich glaube, da müsste ich mich einfach nur mal mit dem, weil das scheint mir halt sehr fixiert auf das Tilten eben zu sein. Plus, dass die Bumper gefühlt halt viel zu. Ich weiß nicht, ob das an dem, ich glaube, das liegt halt auch ein bisschen an der GBA-Hardware, an dem Bildschirm, dass der Flippertisch wahrscheinlich einfach ein bisschen größer, besser funktionieren würde. Ich müsste auch nochmal im Vergleich halt weil das Originalspiel habe ich halt irgendwie besser in Erinnerung. Das auf dem Game Boy. Ich meine, ich kann es ja eigentlich gerade mal kurz ausprobieren. Warte mal.
Nein, Chor. Gameboy. Ah, yes, perfekt. Wenn es hier hoffentlich drauf ist. Das ist die Sache. Pokémon. Und dann ist es gar nicht hier drauf. Warte mal, hier ist Pinball. Pinball. Irgendwas ist hier gerade auch weird. Nee. Ist nicht in dem. Außer es hat einen anderen Namen, aber ich glaube, es hieß auch einfach nur Pokémon Pinball oder wenn Pinball Pokémon, dann ist es hier gar nicht drauf. Dann ist es gar nicht drauf. Ich habe nur Pinball Dreams. Aber irgendwas spinnt hier. Ich muss den auch mal updaten. Weil das sollte auch nicht sein. Das sollte eigentlich nicht sein, dass der kommt, aber ist okay. Ist okay. Dann lieber wieder auf das GBA den kurz rüber wechseln. Ja. Nächste Woche Yggdra Union. Ich guck mal kurz, ob das direkt drauf ist hier. Nicht, dass ich mir das noch vorher laden muss. Nee, haben wir. Haben wir sogar drauf fürs nächste Mal. Muss das Modul rausnehmen und pusten. Ja, ich muss den USB-Stick rausnehmen und wieder pusten. Ich habe das hier als Kind bis zum Erbrechen gespielt. Ich war irgendwann so gut, dass ich pro verlorenen Ball 2 Extrabälle bekommen habe. Nice. Ich meine, wie gesagt, wenn du dich dann... Ich gehe auch davon aus, wenn ich mich einfach mehr mit auseinandersetze und hab das Tilt-Feature besser lerne, dann wird das auch klar. Ich habe gerade immer noch keine Ahnung, was das ist. Created by Sting. Ah! Oh, hat das auch Police-Soundtrack? We never fight alone. Lass mich doch mal wenigstens den Yggdra Union. Okay. 2006er Spiel. Das ist ein sehr spätes GBA-Spiel. Da war der DS ja schon längst raus. Alles klar. Aber bin ich mal gespannt. Okay, dann gibt's Yggdra Union nächstes Mal. Sexy geiler Soundtrack. Mein Vater hatte während seiner Corona-Quarantäne eine Radtour gemacht. Ich glaube, um den muss ich mich nicht sorgen. Lol. Warte, der ist privat versichert und scheut sich aber vom Arzt. Ist das nicht ein bisschen... Nein, das ist ja... Ich weiß halt nicht. Mein Vater ist halt auch... Also ich bin schon faul und bequem. Mein Vater ist halt noch bequemer als ich. Und der hat auch dieses so... So, wenn, solange ich keine Diagnose habe, habe ich auch nichts. Solange ich keine Diagnose habe, habe ich nichts. Und dann, oh mein Gott, das Pixelart ist ja hervorragend. Habe ich nichts und dann kann ich das auch irgendwie ausblenden. Aber ja, mein Vater ist privat versichert. Deswegen, ich war früher auch. Das war die schönste Zeit in meinem Leben. Weißt du, ich bin aus der Privatversicherung 2016 halt rausgeflogen. Also ich wäre sowieso spätestens zu meinem Geburtstag 2016 rausgeflogen, weil dann 27. Ich bin halt mit dem Jobeintritt dann rausgeflogen und zwei Jahre später habe ich diese Krankheitsscheiße gekriegt. Dann hätte ich die private Krankenkasse echt gebrauchen können. Da wäre ich wahrscheinlich schon längst durch mit der Scheiße. Aber deswegen weiß ich halt, wie krass das ist, wenn du privat versichert bist. Also was das für ein unfassbarer... Das ist so absurd, unser System. Unser System ist so gefickt. Ihr könnt einfach überall so sich hier auch in der Umgebung für alles Mögliche die besten Privatärzte raussuchen und zu denen hingehen. Und könnt das halt jederzeit probieren, ne, weil das ist ja nicht nur, dass du mit Wartelisten schneller vorankommst, sondern es gibt auch viele Ärzte, die nehmen dich nicht mal als Selbstzahler. Das ist einfach, entweder du bist privat versichert oder du kannst halt verrecken gehen. Und gerade in bestimmten, Janik und ich haben heute nochmal nach Hautärzten gesucht, ne? Boah! Ah ja, weißt du, du hast das Gefühl, du bist einfach, also bei Hautärzten bist du privat versichert in einer ganz anderen Welt. So, du hast so, für Kassenpatienten hast du irgendwie so Hautärzte und für Privatpatienten hast du Hautärzte. So, Kassenpatient, oh ja, es ist nicht einfach irgendein Infekt oder ein Pilz oder sowas, was wir mit einer Salbe irgendwie sofort wegmachen können.
dann ja, cremen sie sich ein, duschen sie weniger und dann war's das. So, und mehr können wir für sie nicht tun. Und du musst irgendwie zu Privatärzten gehen, damit mal nachgeguckt wird, was vielleicht sonst noch für Konditionen irgendwie sind oder wie du es halt richtig behandeln kannst oder was es grundlegend noch irgendwelche Problematiken oder so gibt. Leute, und erst dann scheinbar können sich auch Leute für dich Zeit nehmen überhaupt, ja. Die Musik leiser. Die Musik ist doch... Wo ist denn die Musik laut? Also die wird mir auch in der Elgato... Die geht halt nur... Halt, hä? Janik, ich glaube, du bist einfach nur ein bisschen empfindlich. Ich nerv Björn nur gerne, das weiß ich. Ich bin noch Sound... Du kannst doch einfach deinen Sound niedriger machen. Du kannst einfach an deinem Laptop... Deinem Laptop kannst du einfach... Ich kenn's mit Psychologen und Therapeuten. Wenn du Kastenpatienten besuchst, du erstmal ewig, bis du überhaupt jemanden was findest und dich nimmt und dann noch 9 bis 12 Monate Wartezeit zu haben, mit Glück. Privat, ja, kommen sie Montag vorbei, ja. Das ist, glaube ich, die extremste Form. Ich meine, ich kenne das auch so von, ich habe das letztes Jahr ja erst gehabt. Ich habe, glaube ich, im Sommer einen Termin für Endokrinologie gemacht, um meine Schilddrüse mal halt richtig professionell genau überprüfen zu lassen. Und den Termin hatte ich jetzt Anfang Februar. Und wenn du halt privat versichert bist, dann ist es so, ja, haben sie gleich Zeit? Können gerne noch vorbeikommen in unsere Praxis. Oh. Es geht ums Verhältnis mit der Stimmlautstärke zu deiner Musik. Das ist dieselbe Lautstärke, das ist dieselbe Verhältnis, was ich auch bei Pokémon gerade eben habe. Ich meine, ich kann es ja runterstellen. Es geht als eines der schwersten Taktik-RPGs. Boah, da bin ich ja genau der Beste für. Boah, gucken wir mal, ob wir den Tutorial-Kampf nächste Woche schaffen. Oh ja. Kommt hier gleich mal hoch. Mach doch eben schon hoch. Okay, Leute. Das soll es gewesen sein. Game Boy Afternoon, Pokémon Pinball. Nächstes Mal dann Yggdra Union. Und wir haben ja noch ein paar andere Spiele auf. Lass mich mal kurz Belohnungsanfragen verwalten. Hier, bla 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 bla. So, ich habe ja... Pokémon Pinball ist abgeschlossen. Das heißt, wir haben Yggdra Union, danach Jimmy Neutron, Boy Genius, dann Golden Sun. Dann leider Final Fantasy 2 für den GBA. Und dann... Sonic 1 Port für den GBA, aber ich glaube, da werde ich dann Sonic 1 Port spielen und dann auch noch Sonic Advance nebenher angucken, aber genau. Das heißt, falls ihr da auch gewisse Spiele hier sehen wollt, gerne könnt ihr die Kanalpunkte sammeln und dafür einsetzen. Vielleicht finde ich auch nochmal andere Verwendungszwecke dafür, die gut sind, aber ich glaube, das ist mal etwas, wofür es sich mal lohnt. Janneke vs. Björn Ultimate Showdown. Ja, hatten wir ja erst am Samstag. Alles klar, Leute. Aber macht's mal gut und denkt dran, 21 Uhr bei Unlimited Ammo. Der Stream ist auch schon bei YouTube eingestellt. Das heißt, wenn ihr uns folgt auf YouTube, dann seht ihr das auch in der Abo-Box. Aber wie gesagt, ich werde es auch nachher nochmal kurz twittern. Falls ihr euch mit uns zusammen die State of Play ansehen und danach halt noch ein bisschen drüber quatschen wollt, während ich glaube, Lena streamt Elden Ring. Ich bin nicht mehr zu 100% sicher. Aber dann halt ein bisschen über die State of Play wahrscheinlich reden und danach über Elden Ring. Kommt einfach mal vorbei, 21 Uhr, an mit der Demo auf YouTube. Ansonsten, hier geht's morgen weiter mit Resident Evil 4. Ich werde das dann durchspielen, weil wir sind jetzt auf der Insel und dann mache ich einfach den Rest fertig von dem HD-Projekt. Der ist für 20 Uhr eingestellt. Aber Janneke und ich sind morgen The Batman gucken. Und die Vorstellung beginnt, glaube ich, um 16:30. Ich meine, das Kino, da sind wir halt in 10 Minuten mit dem Auto hin und zurück, das ist kein Ding. Aber der Film beginnt um 16:30 und ich glaube, der geht ja irgendwie so fast 3 Stunden oder so circa. Und das heißt, je nachdem mit der Werbung und so, die davor ist, kann es halt sein, dass der Stream morgen dann ein bisschen später startet. Aber ich schreibe das. Ich gebe notfalls nochmal, nachdem wir aus dem Kino raus sind, ein kurzes Update oder so. Aber dann wisst ihr einfach schon Bescheid. So, wenn der Stream morgen erst... vielleicht um halb neun oder so startet, dann einfach bis dahin Ohren steif halten. Alles klar. Oh, Leo, danke, absolute Ehre.
Mit Werbung dann 4 Stunden, ja, müssen wir mal gucken. Alles klar, Leute, macht's mal gut, euch einen schönen Abend und dann hoffentlich bis später, 21 Uhr, Unlimited Ammo auf YouTube für State of Play. Bis dann, bye bye.